Schön, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass das doch so smooth geht. Also ich muss sagen, das letzte Level, wie gesagt, also das letzte, also es ist, ja, jetzt habe ich gespoilert, es ist quasi das letzte Level. Aber naja, komm, ist egal. Haben wir das gespoilert? Aber ich muss sagen, das Level an sich gefällt mir echt gut. Das ist wirklich ein richtig cooles Level. Vom Aufbau her und so mit den einzelnen Gruften, das ist echt ein nettes Level, macht, hat wirklich Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, was echt nicht sein hätte müssen, Biberputzimmer. Ja, ich bleib dabei. Und ich bin mit dieser Meinung auch nicht alleine. Ich habe mich ja, wie gesagt, ein bisschen schlau gemacht, ob es hier Strategien für dieses Minigame gibt. Und also das Minigame hasst jeder. Da hat jeder gesagt, dass das verstehen sie nicht, wie Rare sowas machen konnte. Und ich muss auch sagen, ich meine, wie gesagt, es... Ich falle jetzt runter. Ist okay. Ich will eh zum Eingang. Wie gesagt, wenn man richtig Button masht, ja, dann funktioniert sogar irgendwie. Was ich aber generell jetzt nicht so toll finde, ja, weil Button-Mashing, ich meine, hallo? Muss das sein? Naja, gut. Auf jeden Fall, uns fehlen natürlich noch ein paar Bananen, wie man hier gut sehen kann, weil der Counter, der wird auf 200 wandern. Aber bevor wir die holen, haben wir noch ein paar Kleinigkeiten zum Nachholen, weil es fehlen ein paar Leute noch ein paar Bananen. Und zwar, wenn wir uns die Statistik ansehen, hier, also es fehlen übrigens hier noch ein paar Bananenfeen und Battle-Plattformen. Tropentrubel haben wir alle. Azteken-Arena fehlen 10 Bananen. Fabrikquartal haben wir alle. Aqualtraum auch. Wunderwald fehlen 10 Bananen. Und sonst haben wir alles. Ja, und wenn wir das jetzt angucken, also wie gesagt, Azteken-Arena fehlen Chunky noch 10 Bananen. Und in Wunderwald fehlen Tiny noch 10 Bananen. Ja, und die müssen wir finden. Es hilft alles nichts. Wird zwar schwierig, ich meine, ich glaube, die Azteken-Arena, die 10 Bananen von Chunky, die werden wahrscheinlich relativ einfach zu finden sein. Nur ich muss sagen, im Wunderwald die 10 Bananen für Tiny, oh mein Gott. Ja. Schauen wir mal, ja, vielleicht haben wir Glück und es geht schnell, aber ich befürchte Schlimmes, ja. Ich glaube, dass wir da ewig und noch 3 Tage brauchen werden. Aber mal gucken, ja. Dann haben wir das auf jeden Fall fertig. Und dann können wir uns noch dem ganzen tollen Spaß widmen, dass wir das ganze Zeugs hier draußen auf den DK-Inseln holen. Weil da gibt es ja auch noch das eine oder andere Gedöns, ja. So, aber zuerst mal müssen wir hier mit Chunky nochmal alles durchlaufen und gucken, was wir hier Schönes vergessen haben. Weil es wird hier irgendwo noch einen Bananenballon geben für Chunky. Da müssen wir nochmal genau gucken, wo. Vielleicht finden wir sie gleich am Anfang. Ja, kann ja sein. So, hier vielleicht zum Beispiel. Gibt es einen Bananenballon? Bienen kommt mir ja nicht zu nahe. Ich habe gesagt, ihr sollt mir nicht zu nahe kommen. Warum droppt ihr hier einfach Bomben runter? Gut, hier gibt es offensichtlich keinen Bananenballon oder irgendwelche anderen verwertbaren Bananengegenstände. Ja, danke. Also, das ist okay hier. So. Gut. Gegner nerven ein bisschen, aber das Problem ist natürlich, die sind ja gleich wieder da, wenn ich sie wegschlage oder wegmusiziere. Deshalb lassen wir das gleich ganz. So, hier vielleicht? Oh, hast du gut gemacht, Chunky. Einfach mal den Sand ein bisschen mit den Zehen berührt, das ist okay. So, hier ist sonst... Nee, hier ist sonst auch nichts. Okay. Einfach ganz vorsichtig alles durchlaufen. Ja, habe ich zwar auch letztens schon probiert, aber... Wir haben wahrscheinlich irgendwo eine Kleinigkeit vergessen. So wie zum Beispiel da drüben. Wir sind da nicht rüber gesaust. Ich sehe zwar von der Ferne nichts, aber wer weiß. Und sonst haben wir ein paar Kristallkokosnüsse, die wir eventuell brauchen könnten. Nein, nö, können wir nicht brauchen. Okay. Ja, gut. Ich wollte eigentlich auf die Hütte rauf. Geht nicht. Okay. Wenn sich die nicht besteigen lässt, also die Hütte, ja, dann machen wir es eben nicht. Ist auch okay. Gut, was haben wir hier so anzubieten? In dem Tempel da drüben, gibt es irgendwas? Stimmt, da waren wir ja schon drinnen, aber... Haben wir genau geguckt? Ich weiß jetzt nicht. Ja, es ist schon eine Weile her, seit wir hier waren. Also letzte Aufnahme. Das ist für mich durchaus, warum sammle ich das Zeugs? Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht, warum, dass ich das Zeugs... Frag mich nicht, was ich eigentlich immer tue. Das weiß ich selber nicht, Leute. Also bitte nicht fragen. Ja, ich will nichts bringen. So, können wir hier überhaupt... Wir können hier mit Chunky schon rein, ne? Weil hier ist ein Chunky-Schalter irgendwo angebracht. Ja. Also, wir haben mit Chunky hier auch was gefunden, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, toll.
Ah, schön, das war ja Zielsuch. Munition. Sag ich natürlich nicht nein. So, und rein. Gut, zuallererst der prüfende Blick. Haben wir hier irgendwo einen Ballon, der herumfliegt und meint, eingesammelt werden zu müssen von mir? Sieht nicht so aus, nein. Aber ja, waren zig andere Bananen, ich erinnere mich. Krokodile. Nein, ich habe die Schnauze voll von Krokodilen. Oh, dieses seltsame Gesicht hier. Hui. Da ist nichts. Gut. Ja, wir müssen einfach ganz genau schauen. Nicht, dass wir wirklich irgendwas... Ach komm, nervt mich nicht, ihr Gegner. Terror Triangle. Ding, 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 ding. Yay. Haben wir auf die Schnelle alle kaputt gehauen. Haben wir hier vielleicht noch einen Ballon? Nö, kein Ballon. Ich weiß, ich könnte das offscreen suchen, Leute. Ist mir bekannt, ist mir bewusst. Mache ich aber trotzdem nicht. Haha. So. Oh, nein! Warum sind die nicht gestorben? Ich habe doch Terror-Triangel gemacht. Muss ich hier wieder machen. Na super. Dabei will ich doch nur schöne, grüne, chunky Bananen. Warum geht die Tür nicht auf? Nein, ich will doch nur in die Tür rein. Geht die nicht mehr auf, wenn man das schon mal gemacht hat? Ja, sieht so aus. Dann hoffe ich nur, dass da keine Bananen drinnen sind. Von uns. Böse Tür. Gut, da müssen wir wohl rübel abtauchen. Das will ich zwar gar nicht gerne. Aber was willst du machen? Ja, weil der ist wieder so dunkel. Da sehe ich wieder genau gar nichts. Hier, nein, ist nichts. Okay. Ich sehe hier auch keine Bananen. Gehen wir mal da raus. Ich weiß, ich war hier letztens überall schon. Nur, wie gesagt, ich muss das nochmal verifizieren, weil nicht, dass ich letztens einfach aufgrund von Übermüdung oder irgend so ein Blödsinn, ja, einfach die Hälfte, wie zum Beispiel diesen grünen Ballon übersehen habe, ja. Toll, Zielsuch-Munition funktioniert voll super. So, okay, Gott sei Dank. Gut, dann haben wir hier den letzten Ballon auch gefunden. Ja, ich hoffe nur, dass es mit Tiny dann auch so einfach ist. So, ist da richtig raus? Ja, sieht gut aus. Ernsthaft? Ich will doch nur hier raus. Ich will doch nur aus diesem Level aus. Ich weiß, ich könnte das Level so auch, aber das will ich nicht. Ich will über einen normalen Ausgang raus. Ja? Macht man so. Weil das ist ein Spiel. Ja, spielt man nach den Spielregeln und nicht irgendwie, wie man Lust hat, ja? So, gut, aber ich würde mal sagen, wir wechseln gleich mal auf die liebe Tiny, ja, weil Tiny muss jetzt noch die letzten Bananen sammeln. Und dann haben wir die letzten Bananen im ganzen Spiel gesammelt. Was ja auch prinzipiell ganz cool ist, glaube ich zumindest. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Level mehr gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, ja, muss so sein, ja, weil es gibt nur 200 plus Bananen, sage ich mal, ja. 200 gibt es in den normalen Levels. So. Also goldene Bananen. In den normalen Levels und im Level Hub. Otsch. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Gut. Hui! Und schwobel, schwobel, schwobel. Und dann können wir hier raus. Und wir könnten eigentlich mit Diddy. Machen wir aber noch nicht. Nein. Aber ich kann hier. Nö, das kann ich hier nicht. Ich will hier eigentlich. Ich will nur raus hier. So, gut. Da müssen wir in die kleine Kanone rein. Und mit der dann, wo war denn die kleine Kanone nochmal? Hui! Die war da hinten irgendwo, ne? Hinter der Feeninsel war die kleine Kanone. Ach, so schön. Was hat es eigentlich mit diesem Kreuzding nochmal auf sich? Sollte man vielleicht mit Chunky mal eine Arschbombe machen. So, da ist die kleine Kanone, da wollen wir rein. Obwohl, da oben, glaube ich, gibt es einen Teleporter auch. Ne, Blödsinn, da müssen wir einen Dreier-Teleporter nehmen, ne? So war das irgendwie gedacht.
Und rein. Juhu! So, und rein. Und wir werden mit Tiny... Ach Gott, nochmal wirklich alles sauberst absuchen können. Aber komm, ist kein Thema. Das schaffen wir. Ach, jetzt ist es jetzt schon Nacht. Ne, komm, ich suche lieber alles bei Tag erstmal ab. Nacht machen wir dann nachher. Machen wir zuerst Tag. So, komm, Tag. Danke. Tweet, tweet. Hui. Oh, ups, das wollte ich nicht. Doch, es war mir eigentlich vollkommen egal. Haha, ich bin so ein schlechter Mensch. Einfach hier Tiny zu opfern. Moment, was war das? Irgendwo fliegt sicher wieder einfach so ein Luftballon herum, wo man irgendwie das Schnürchen halt von unten so ganz leicht zieht. Wie hier zum Beispiel. Hui. Er schießt einfach unkoordiniert herum. So, wir gehen das Ganze jetzt mit Strategie an. Wir fliegen da heraus und von Pilz zu Pilz. Ja, frag mich jetzt nicht genau, was das bringt, aber zumindest können wir dann von hier immer ein bisschen gucken. Ja. Ob denn hier noch irgendwo so ein Ballönchen von mir herumfliegt. So. Gut, wenn sich die anbieten, dann fliegen wir mit denen halt auch mal rüber. Einmal, zweimal, dreimal und schon sind wir da. So. Ist ja ein Ballönchen irgendwo. Nö, aber Sonnenstrahlen, die mir in den Augen brennen. Toll, danke, liebe Sonnenstrahlen. Ich mag euch richtig gern. Gut, hier ist kein Ballönchen. Dann hier rüber. Da waren wir zwar auch schon, ich kann mich erinnern, wir haben das alle schon 100-mal abgesucht. Aber 100-mal war offensichtlich zu wenig. Wir müssen es wirklich 101-mal... Oh mein Gott, nein, ewiger Jingle, ich dreh durch. Wir müssen es wahrscheinlich 101-mal absuchen, damit das Ganze zählt. So, da müssen wir jetzt sowieso runter. Oh, Goldkokos, Kristallkokos, also brauchen wir natürlich nicht. Eine grüne Chunky-Münzen-Ansammlung brauchen wir natürlich auch nicht. Wozu auch? So. In den Brunnen könnten wir nur mit Chunky rein, aber das will ich nicht, weil das war ein schreckliches Minispiel. Ich meine, es war schon irgendwie nett, aber es war schrecklich eigentlich. So. Schon irgendwie nett, aber schrecklich. Nennen wir es schrecklich nett. So. Hier haben wir sonst hier wieder so lustige Schwingstangen und darüber, nein, da ist nichts. Wozu sind eigentlich hier diese lustigen Treppenstufen? Gute Frage, ne? Gutefrage.net. So, fliegen wir darüber. Und da eben tollen Preis zu gewinnen. Auf der Hütte oben vielleicht. Auch nicht, ne? Ich meine, wahrscheinlich wird es eben in der Nachtwelt sein, aber es ist irgendein Bereich, ist, den wir bei Nacht betreten können. Aber ich will ehrlich gesagt zuerst zumindest die Chance gucken, ob es vielleicht nicht doch bei Tag ist. Ich kann mal die Zapfen abschießen. Gott sei Dank, die Zielsuchmunition ist wieder aus, weil die mag ich halt eh nicht. Ja, Feuer, 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 Feuer. Und dann, okay, okay, schade. Gut, ja, dann haben wir hier draußen offensichtlich mal alles sauber und ordentlich durchsucht und wir werden jetzt eines machen, dass wir einfach von dieser Richtung in die andere Richtung gehen. Vielleicht hilft's ja was. So, dass wir diesmal zuerst diesen Bereich des Levels erkunden. Ja, nach demselben Schema, wir klettern zuerst mal auf alle lustigen, bekletterbaren Dinge rauf. Oh, Film! Ja, schön. Brauchen wir auf jeden Fall. So. Wuhu! Und gucken uns, wir wollten uns eigentlich umgucken immer, ne? Das Neid fliegt nix herum. Die Mühle schauen wir dann später. Da ist auch nichts, nein. So. Aber wir gehen trotzdem, fliegen mal Richtung Snide rüber und ich wollte eigentlich da... Oh, schade. So, können wir da irgendwas erreichen? Nö, hier können wir nichts erreichen. Snide's Headquarter. Ja, das ist schön. Bringt mir nur nichts, wenn da keine Banane für...
kein Bananenballon für Tiny's Wo. Oh, jetzt dachte ich schon, warum ist eigentlich hier so ein Pilz zum Springen? Gott, jetzt wäre ich beinahe auf diesen blöden Trick reingefallen. Wie peinlich, wie peinlich. So, was haben wir hier anzubieten? Außer ein Haus mit seltsamer Textur. Und hier nicht ganz schließende Polygonwände, weil man sieht hier den weißen Strich. Hm, schön. Habt ihr gut verbockt, Rea. Aber das war damals Standard, ja. Das gehörte fast zum guten Ton, unter Anführungszeichen, ja. So, hier haben wir sonst nichts, oder? Lalalala. Alter, hast du hier gerülpst? Das kannst du doch nicht bringen, Freundchen. So, gut, ja, hier ist nix. Dann weiter. Ist hier was? Komm, Tiny, du findest sicher deinen Ballon irgendwo noch. Hier. Die Ballonenkiste mal mit. Geh mal davon aus, dass ich hier nicht hoch... Ja gut, hier vielleicht schon noch, aber da komme ich dann nicht mehr hoch, oder? Dass irgendwas von diesen Bereichen doppelt begehbar ist. Da ist hier etwas am Herumfliegen. Nein, außer diese Biene. Und die darf natürlich hier herumfliegen. Das ist ihr gutes Recht. So, das Donkey, das Tauschfass. Komm, sag doch, dass hier irgendwo ein Ballon versteckt ist. Das wäre doch so passend. Biene. Nein, kein Ballon. Ja, sorry Leute, ich weiß, ich habe das schon zum 10. Mal jetzt durchsucht, das ist mir alles ganz klar, aber ich muss es trotzdem nochmal machen, weil wir müssen diesen blöden letzten Ballon finden. Weil wir müssen auch für Tiny hier alle Bananen finden. So. Hier drin vielleicht im Brunnen etwas? Nö. Nichts im Brunnen. Hm. Dann auf den Pilz vielleicht. Ja, ein paar Chunky-Münzen. Witzig, Chunky-Münzen haben wir überall noch. Aber nur die brauchen wir eigentlich nicht. Hui! Vor allem hier, der Pilz hört sich voll metallisch an. Die Schritte. Aber auch nicht überall. Okay, das ist ein seltsamer Pilz. Ja gut, aber das war's dann offensichtlich auch hier. So, dann gucken wir mal in der Mühle. Was können wir denn alles betreten? Wir könnten auf jeden Fall mal hier... Moment, was ist denn da vorne? Habe ich da jetzt im Rad? Aber nicht. Nee, da können wir gar nicht rein. Da habe ich mir gedacht, ich habe hier im Wasserrad Bananen gesehen. Das wäre es ja gewesen. Nö, aber so schlimm ist es dann doch nicht. Okay. Gut, wir könnten mit Tiny hier rein. Bei dem kleinen Loch da. Da können wir nicht rein, weil das ist ja nicht kaputt, wie man sieht. Aber da können wir mit Tiny auch rein und das würde ich vorschlagen, machen wir jetzt auch schnell. Auch wenn wir hier auch schon... Nee, das haben wir auch schon 100-mal durchsucht hier. Wirklich, das haben wir auch schon 100-mal durchsucht hier. Vielleicht noch irgendwo eine Fragezeichenkiste, die wir übersehen haben? Nein, auch nicht. Also ich glaube nicht, dass es hier zu finden ist. Behalten wir uns diese Hütte jetzt mal offen. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es hier drinnen zu finden ist, weil wir haben das echt schon 100-mal durchsucht hier. Höchstens vielleicht die Kiste. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also 100-mal auch nicht, aber 2-3-mal haben wir das schon durchsucht hier. Gut, ja, also ich würde sagen, den Bereich können wir auch abstempeln. Also können wir nicht auch, sondern können wir abstempeln. Haben wir durchsucht. Und leider nichts gefunden, nichts Brauchbares. Zumindest bei Tag, ja, das ist wichtig. Wir müssen dann natürlich wieder auf Nacht umschalten und den ganzen Spaß, also zumindest die Gebäudeteile, die wir nur bei Nacht betreten können, dann bei Nacht betreten. Um alles wirklich wunderbar abzubilden. Na, Freund, sollen wir ein bisschen umgraben? Hui! Ah, toll. Die.
Und jetzt kommt wieder der Bereich, wo ich am ehesten vermute, dass es sein könnte, aber wo ich einfach nie etwas finde. Das ist nämlich hier. Ich mal gucken, kann ich die jetzt eigentlich?